Zeitgleich mit Demons hat Synapse Films in Amerika auch Lamberto Bavas Follow-up Demons 2 als Limited Edition DVD plus Blu-ray Steelbook veröffentlicht. Und nachdem wir uns die allgemeinen Informationen rund um die beiden amerikanischen Demons Steelbooks bereits im letzten Video angeschaut haben, können wir uns jetzt quasi ohne Verzögerungen direkt in die Steelbook-Vorstellung von Demons 2 stürzen. Weil dieses Steelbook möchte ich euch in dem Video, das jetzt gerade bei euch läuft, näher zeigen. Ich muss zugeben, als Synapse für uns die beiden Demon Steelbook Cover Artworks veröffentlicht hat, war meine Reaktion auf den ersten Teil yeah! Und auf den zweiten Teil meh. Was mich etwas gestört hat bei dem Artwork und zugegeben nach wie vor stört, ist die Tatsache, dass die gezeichneten Dämonen im Hintergrund nicht so ganz zu diesem fotografierten Dämonengebiss im Vordergrund auf diesem Fernseher passen. Allerdings hat man das Ganze mit verschiedenen Steelbook-Effekten so gut aufbereitet, dass eben die Tatsache, dass diese Elemente nicht so ganz zueinander passen, auch optisch wirklich gut zur Geltung kommt. Bewegen wir das Steelbook, sehen wir nämlich, dass wie beim ersten Teil einerseits der Filmtitel grundiert wurde und eben auch dieser Fernseher im Vordergrund. Die Dämonen im Hintergrund und ganz besonders dieses gelblich-orange-rötliche Licht, das macht sich den metallischen Steelbook-Effekt sehr gut zunutze und hebt sich eben alleine dadurch auch von den restlichen Elementen des Covers ab, bietet meiner Meinung nach ein wirklich cooles Gesamtbild und damit ist das Demons 2 Steelbook eines der Beispiele, wo ich zugeben muss, auf dem Promo-Artwork hat es mich nicht so wirklich angesprochen, habe ich jetzt das fertige Steelbook in der Hand, gebe ich zu, gefällt es mir dann doch relativ gut, wobei ich letztendlich auch dabei bleibe, dass mir das Artwork des Demons 1 Steelbook insgesamt deutlich besser gefällt. Sehen wir jetzt einmal ganz kurz auf das Backcoverblatt aus Papier, das ähnlich gestaltet wurde wie bereits beim ersten Teil und auch hier die technischen Informationen rund um den Release Special-Informationen, Inhaltsangabe des Films und so weiter enthält und das wieder an drei Klebepunkten am Backcover des Steelbooks befestigt wurde und sich relativ leicht entfernen lässt. Was ich sehr interessant finde, ist, dass nachdem mir beim Demons 1 Steelbook das Frontcover so gut gefallen hat und das Backcover nicht ganz so gut, ist es hier eben genau umgekehrt. Da finde ich nämlich das Backcover-Artwork absolut großartig. Diese gezeichneten, aber zugegebenermaßen auch etwas seltsam verzerrten Zombie-Fratzen passen wirklich gut. Das Einzige, was ich wie bereits beim ersten Teil anmerken muss, ist, dass ich das Synapse Films Logo auf dem Steelbook Backcover nicht für unbedingt notwendig gehalten hätte. Wie bereits beim ersten Teil sind auch hier Front- und Backcover mit einem Hochglanzfinish versehen worden. Öffnen wir jetzt das Steelbook und wir bekommen diesmal kein goldenes Filmticket, sondern eine Einladung zu Sally Days Birthday Party. Was ich spannend finde, ist Bring Your Own Records. Wie gut, dass ich vor kurzem eine Liste der Top 10 EDM-Tracks des vergangenen Jahres gemacht habe. Und natürlich auf der Rückseite von dieser Karte wieder eine allgemeine Information rund um den Demons 2 Transfer, der für diesen Release angefertigt wurde. Darunter, wie bereits beim ersten Teil, ein Booklet mit weiteren Produkten von Synapse Films und auf der rechten Seite ebenfalls wie beim ersten Teil der Film sowohl auf Blu-ray als auch auf DVD. Ebenfalls wie beim ersten Teil, man merkt, dass die beiden Steelbooks wirklich einheitlich gestaltet wurden, ist die rechte Seite des Steelbook Innendesigns grundsätzlich umgestaltet, beziehungsweise in diesem Fall komplett umgestaltet, weil sich nicht einmal das Design der linken Seite wie beim ersten Teil ansatzweise ein bisschen fortsetzt, sondern dieses Teil wirklich nur einfärbig und schwarz ist. Außerdem bekommen wir auf der linken Seite ein Bild der marschierenden Zombies, das mir persönlich wirklich deutlich weniger gefällt als diese großartig gezeichnete Hand beim Steelbook zum ersten Teil. Auch hier macht sich das Artwork den metallischen Steelbook-Effekt zwar relativ gut zunutze, was meiner Meinung nach allerdings trotzdem nichts an der Tatsache ändert, dass das Bild grundsätzlich much more underwhelming ist, als das, was beim ersten Teil im Inneren des Steelbooks zu sehen war. Synapse
Films hat Demons and Demons 2 in Amerika als limitierte Editionen mit DVD und Blu-ray als Steelbook veröffentlicht. Die Teile sind auf jeweils 3000 Stück limitiert und können nur direkt bei Synapse Films bestellt werden. Der große Nachteil an der Geschichte ist, dass Synapse nur innerhalb Amerikas verschickt. Das bedeutet, wie zum Beispiel in Österreich, an die Steelbooks zu kommen, braucht man eine Sammelbestellung. Und an der Stelle noch einmal mein Dank an Master Blaster aus dem Blu-ray-Disc.de Forum, der eben für mich die Demon Steelbooks bestellt hat. Insgesamt sind das wahrscheinlich die teuersten Steelbooks in meiner Sammlung, aber trotzdem irgendwie auch mit die coolsten. Das Steelbook zu Demons 2 gefällt mir persönlich allerdings nicht ganz so gut wie das zum ersten Teil, was einfach daran liegt, dass mir das Artwork weitaus weniger gefällt. In Sachen Aufbereitung und grundsätzlicher Gestaltung bieten beide Steelbooks eigentlich einen ziemlich einheitlichen Look, was mir persönlich dann wiederum relativ gut gefällt. Für mich war es auf jeden Fall eine gute Entscheidung, mir diese beiden Steelbooks in die Sammlung zu holen. Sie machen sich sicher sehr gut neben dem britischen Arrow Video Double Feature Steelbook. Und damit danke ich euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns in Kürze dann auf dem Kanal sicher wieder mit neuen Steelbook-Vorstellungen und natürlich Film-Reviews. Ganz besonders wichtig auf der Shortlist sind in den nächsten Tagen Filme wie Rush, Two Guns, White House Down, Cannibal Girls und so weiter. Und ich denke, da haben wir dann wieder eine Menge Spaß.